Der Senat Iseni ist 19 Jahre alt und arbeitet als Gartenbauer. Für ihn war es nicht möglich, eine herkömmliche Lehre zu machen, darum ist er auf Invalidenrente, kurz IV, angewiesen. Trotzdem hat er jetzt den Einstieg ins Berufsleben geschafft. Ja, mir hat der Gartenbau so auch gefallen, so beim Schauen her. Und dann habe ich halt der Lehrerin gesagt und sie hat mir so ein bisschen geholfen, dass ich da Lehrstellen so schnuppern reinkomme. Schließlich hat der Senat Iseni bei der Firma Müller Gartenbau AG eine zweijährige Anlehre abgeschlossen. Die Müller Gartenbau AG bietet verschiedenen Personen eine Chance auf einen Berufseinstieg, den sie sonst in der Arbeitswelt schwer hätten. Da hat es Leute, die motorisch nicht ganz in der Normalität entsprechen. Die sind in der Genauigkeit zum Teil nicht so. Dann hat es Leute, die psychische Behinderungen haben, leichte, die man zum Teil gar nicht anmerkt. Gerade für IV-Bezüger ist ein Arbeitsplatz enorm wichtig. Ein Job bringt Struktur in den Alltag und gibt Selbstständigkeit. Auch aus finanzieller Sicht. Eine totale Unabhängigkeit von der IV bleibt aber trotzdem für die meisten Klienten unrealistisch. Klar ist das oberste Ziel die totale Ablösung, aber wir müssen natürlich auch schauen, was ist einfach auch wirklich möglich, was ist wirtschaftlich möglich. Und wenn es eine Teilrente gibt oder sogar eine Vollberentung, dann ist das so auch richtig. Leute mit körperlichen Handicaps sind relativ leicht zu vermitteln. Der Arbeitgeber sieht die Grenzen und kann einschätzen, was gesundheitlich möglich ist. Schwieriger ist es bei den geistigen Einschränkungen. Da muss man dann einfach mit den Klienten und mit den Arbeitgebern muss man das anschauen, was wird duldet, wie kann man damit umgehen, wie kann man zum Beispiel auch das Team in dieser Firma, wo die Person integriert ist, informieren, dass man einfach weiss, wie ist da. Wie muss man sich da verhalten, wenn die und die Symptome zeigt? Schon seit der Betriebsgründung im Jahr 1936 bietet das Frauenfelder Unternehmen Leute mit Einschränkungen die Chance auf einen Arbeitsplatz. Natürlich bringt das Herausforderungen mit sich. Es ist sicher anstrengend, es braucht von allen Mitarbeitern braucht es ein Verständnis. Man muss gewisse eigene Ansprüche oben abschrauben. So betreffend Geschwindigkeit des Ganzen muss man gewisse Konzessionen machen. Die Müller Gartenbau AG ist bei den Eingliederungen von Personen mit Einschränkungen ziemlich erfolgreich. Etwa 4 von 5 Personen schaffen den Einstieg in die Berufswelt. Auch der Senat Iseni hat es geschafft. Nach der Ausbildung hat er eine Festanstellung bekommen. Seit August, als ich fertig mit der Lehre bin, habe ich jetzt weiter geschafft. Also. Natürlich ist es schön, treue Mitarbeiter zu haben. Und trotzdem ist es nicht das Ziel der Müller Gartenbau AG, ihre Mitarbeiter für immer zu behalten. In erster Linie wollen sie ein Sprungbrett sein für eine erfolgreiche Zukunft in der Arbeitswelt.